liebe Genossinnen und Genossen. Eigentlich müsste ich den Entwurf der sozialpolitischen Leitlinien nach dem, was der Landesvorsitzende soeben dargetan hat, als disziplinierter, langjähriger Genosse gar nicht mehr politisch bewerten. Denn was geht schon über das Wort des Landesvorsitzenden? Dennoch gestattet mir doch, einige Anmerkungen zu machen. Und arbeitsteilig, ja, gelegentlich komme ich aus dieser Disziplinierung doch etwas heraus. Gelegentlich, wie gesagt, ich möchte allerdings vor allem meinen Beitrag darauf abstellen, für die Diskussion, die wir heute beginnen und die wir im nächsten Jahr fortsetzen werden, einige Orientierungspunkte sowohl aus methodischer als auch aus konzeptioneller Sicht zu geben. Zunächst sei mir allerdings eine persönliche Bemerkung vorangestellt. Ich hätte, Rico hat darüber gesprochen, vor einem knappen Jahr nicht für möglich gehalten, dass Katja und ich gemeinsam dieses Papier würden mit unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern zustande bringen. Denn es war völlig klar, die Positionen, und die Medien schreiben ja dann auch gelegentlich darüber, wie unterschiedlich die sind, waren nicht ohne weiteres in Übereinstimmung zu bringen. Und genau deshalb, vielleicht kann auch das dann Orientierung sein für unsere künftige Diskussion, ging es uns in erster Linie um die Frage, welche Gemeinsamkeiten haben wir denn, wenn wir in einer Partei sind, in der Linken, gerade auf dem Gebiet der Sozialpolitik. Und wir kamen dann sehr rasch zur Position, die Gemeinsamkeiten sind das, was absolut überwiegt. Dann war natürlich die Frage zu stellen, welche Unterschiede gibt es? Und ich sage heute, die Unterschiede gibt es auch weiterhin zwischen uns. Allerdings haben wir im Interesse der Sache nach Kompromissen gesucht. Ein einziger ist heute noch offen. Allerdings, ich komme dann darauf zurück, gibt es weitere Dinge, die wir einfach in der weiteren Debatte dann auch ausstreiten müssen. Ich möchte deshalb, wie gesagt, in 6 Positionen methodisch und konzeptionell einiges an Orientierung geben und so auf die Leitlinien auch in Abstimmung dann mit den folgenden Rednerinnen eingehen. Die erste Frage, die man sich immer stellen muss und die uns auch gestellt wird: Was kann von Leitlinien, noch dazu von sozialpolitischen, überhaupt erwartet werden? Ich könnte den alten Schlager vorsingen, alle Wünsche kann man nicht erfüllen. Und dieses Problem wird uns auch weiter bewegen. Manche meinen, Leitlinien könne man mit Losungen aneinandergereiht auf 2, 3 Seiten unterbringen. Andere wiederum meinen, ihr Problem, ihr Detailproblem sei das Allerwichtigste und müsste dann unbedingt auch berücksichtigt werden. Wir haben uns auf die Methode verständigt, wie ihr sie vorfindet. Eine straffe Gliederung, Schwerpunkte und wenig Kommentierung. Das ist das, was Leitlinien ausmacht. Und insofern, meine ich, sollten wir diesen Ansatz auch nicht verlassen. Und ich füge hinzu, wer, und erste Vorstellungen und Wünsche haben wir ja schon, wer künftig meint, das müsse unbedingt ergänzt werden, weil das und das besonders wichtig ist, kann man über alles reden. Und wir sind da auch völlig offen. Aber der möge dann auch sagen, an welcher Stelle gestrichen werden kann. Denn mehr als den jetzigen Umfang sollten wir nicht anbieten. Das Zweite. Ja, Leitlinien haben erst dann einen Sinn, wenn sie auf einer fundierten Analyse beruhen. Deswegen haben wir das, was in Sachsen sozialpolitisch sich entwickelt hat, geprüft, haben natürlich auch die Staatsregierung und die Bundesregierung zur Dienstleistung herangezogen, indem wir ihnen viele Fragen gestellt haben. Und man wird es nicht glauben, manchmal gab es sogar sinnvolle Antworten. Ihr findet das Resultat
in der Broschüre, die draußen auch am Informationsstand der Landtagsfraktion ausliegt, die haben wir mit dem Schlagtitel, der ist aber sinnvoll und treffend, bestenfalls Mittelmaß deutlich gemacht. Denn eins ist klar. Eins ist klar. Wir haben bei unserer Analyse festgestellt und herausgearbeitet, der Abstand zu den alten Bundesländern Sachsens hat sich in den letzten Jahren sogar wieder vergrößert. Das zeigt sich insbesondere beim Einkommen, bei der Armutsquote und auch bei der Rente. Und insofern ist auch das Geschwätz der Staatsregierung, Sachsen sei zumindest aber in Ostdeutschland das Musterland des sozialen Fortschrittes, ist das alles nicht haltbar. Wir kamen zur Position, Thüringen und Sachsen sind besser als Thüringen und Brandenburg sind besser als Sachsen. Und als wir das dann im Landtag zur Debatte stellten, dann meinte der Redner der CDU, also mein Amtsbruder im Sozialpolitischen, man möge doch lieber Kuba anschauen und dann könne man doch sehen, wie gut es uns in Sachsen geht. Auch das, liebe Genossinnen und Genossen, haben wir kurzfristig in einer Broschüre dokumentiert, damit ihr seht, auf welchem Niveau sich Debatten im Landtag inzwischen bewegen. Immer weiter wird das kulturelle Mindestniveau herabgesetzt und es ist manchmal, was man von der CDU so angeboten bekommt, regelrecht eine intellektuelle Erniedrigung und eine Strafe. Also, nicht jeden Tag ist Landtagsabgeordneter sein vergnügungssteuerpflichtig. Aber ich denke, wir machen es trotzdem gern und werden auch uns von den Störversuchen der CDU, selbst wenn sie immer weiter intellektuell herabsinken, nicht uns entmutigen lassen. Das Dritte. Rico hat darüber gesprochen, nämlich über den ganzheitlichen sozialpolitischen Ansatz, den wir wählen. Ganz bewusst lassen wir uns mit unserem Entwurf nicht ein auf eine einseitige soziale Ressortdebatte, wo wir uns etwa nur über Gesundheit oder über soziale Einrichtungen verständigen. Nein, wir versuchen, die Frage zu stellen und zu beantworten, wie das Soziale die gesamte Gesellschaft als ein unserer Kernprobleme durchzieht. Und dabei wird deutlich, dass wir eine Dreieinheit zu beachten hatten. Und ich bitte auch in der künftigen Diskussion das mit zu bedenken, nämlich die Einheit von Individualität, Gleichberechtigung und Solidarität. Liebe Genossinnen und Genossen, ich halte das für ein zentrales Problem unseres Herangehens. Wer meint, das Individuelle in den Vordergrund stellen zu müssen, der irrt. Wir können nur in dieser, man kann auch abgeleitet schon von den Positionen der Französischen Revolution dies so sehen. Das ist unter unseren heutigen Bedingungen ein unverzichtbares konzeptionelles Problem.